Heute geht es um ein Thema, das echt viele Leute von euch beschäftigt und was natürlich auch eine berechtigte Frage ist. Und zwar ums Thema Alkohol in der ketogenen Ernährung. Ist Alkohol in der ketogenen Ernährung überhaupt erlaubt? Was passiert mit dem Körper, wenn wir uns ketogen ernähren oder in Ketose sind und Alkohol trinken? Und gibt es Alkohol, Getränke, die ketokonform sind und die du integrieren kannst in deine ketogene Ernährung? All das schauen wir uns heute mal an und ich freue mich auf die Zeit jetzt mit dir, um dir ein bisschen was zum Thema Keto und Alkohol zu erklären. Kurzer Disclaimer vorab, ich bin kein Freund von Alkohol. Alkohol ist ein Gift, muss man einfach so sagen. Ja, auch für den Körper. Es ist leider ein Gift, was gesellschaftskonform ist. Aber tatsächlich bin ich kein Freund von Alkohol und promote hier auch nicht den Alkoholkonsum. Ja? Ich gehe nur auf eine Frage ein, die so viele Menschen von euch da draußen hatten, die ich ganz oft gestellt bekomme und wo ich denke, hey, dazu mache ich mal ein Video, weil ganz ehrlich, das ist eine berechtigte Frage, die echt viele Menschen beschäftigt in einer Gesellschaft, in der wir gerne mal ein Gläschen Wein trinken, gerne mal einen Cocktail, wenn wir ausgehen. Und deswegen kommt heute einfach mal ein Rundumschlag, alle Informationen, die du wissen musst. Trotzdem für einen gesunden Körper, für ein langes Leben, für eine gesunde Leber, für eine gute Fettverbrennung ist es so, dass Alkohol, wenn dann in Maßen konsumiert werden sollte und auch nicht übermäßig. Zunächst einmal, was passiert, wenn wir mit dem Körper, wenn wir uns ketogen ernähren oder wenn wir in Ketose sind und dann Alkohol trinken? Also es ist so, dass Alkohol tatsächlich die Ketonkörperproduktion hemmt bzw. sogar komplett stoppt. Warum ist das so? Für den Körper ist Alkohol ein Gift. Ja, wie Zucker auch, wie Fructose, muss die Leber erstmal damit zurechtkommen. Das bedeutet, die Leber kümmert sich in dem Moment erst einmal darauf, dass sie eben den Alkohol abbaut, dass sie das Gift abbaut, was eben ins System kommt. Und da stoppt sie dann einfach mal kurzzeitig die Produktion von Ketonkörpern aus den Fetten. Ja, das ist auch ein Grund, warum eben einfach auch übermäßiger Alkoholkonsum zu einer Fettleber auf Dauer führen kann, weil die Leber so damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen, vielleicht zusätzlich noch Zucker, der ja auch in vielen alkoholischen Getränken drin ist, also im Wein steckt ja auch Zucker drin und damit eben dann einfach auch übermäßiges Fett sich an der Leber festsetzen kann, weil die Leber damit nicht mehr zurechtkommt. Ja, die Leber ist ein sehr, sehr spannendes Organ, ist ein sehr, sehr cooles Organ, kann unglaublich viel, leistet auch unglaublich viel jeden Tag. Aber irgendwann ist die Leber auch erschöpft und sagt dann irgendwann, okay, mir reicht's. Und dann kann sich eben auch zum Beispiel überschüssiger Zucker, Fructose oder Fett eben auch in Form von einer Fettleber ansetzen. Das heißt, wenn wir uns in Ketose befinden und Alkohol trinken, wird es in den meisten Fällen so sein, dass die Leber die Produktion von Ketonkörpern stoppt. Nun kann es schon sein, dass wenn du dich schon länger ketogen ernährst, dass du noch Ketonkörper im System hast, obwohl du Alkohol trinkst, weil einfach noch welche vorhanden sind. Das bedeutet aber nicht, dass du weiterhin welche produzierst. Die Ketose wird für einige Stunden bis hin zu einem ganzen Tag oder mehrere Tage unterbrochen, je nachdem, wie viel Alkohol du trinkst. Ja? Prinzipiell sagt man so, wenn man Alkohol getrunken hat, dann wird die Fettverbrennung für 72 Stunden circa gestoppt. Je nachdem, wie groß die Menge ist, die du getrunken hast, ist es natürlich dann auch sehr unterschiedlich. Aber damit musst du eben rechnen, wenn du dich entscheidest, in der Ketose Alkohol zu trinken. Kommen wir aber jetzt mal zu der konkreteren Frage. Wenn du dich entschieden hast, und das ist nämlich der Punkt Nummer 1, du entscheidest dich bewusst dafür, Alkohol zu trinken. Das ist ganz wichtig, wenn du eben auch dich in Ketose befindest. Das ist ja genauso, dass du dich bewusst dafür entscheidest, ob du jetzt was Süßes isst oder ein Stück Kuchen mit Zucker oder den Burger oder die Pizza. Sollten bewusste Entscheidungen sein, zu denen du dann auch stehst und wo du sagst, okay, hey, nee, ich mache das jetzt und damit fühle ich mich gut. Also das ist ganz wichtig vom Mindset, sich da nicht reinzustressen, sondern sich auch mal was zu gönnen, wenn dir danach ist. Ja? Zu der viel berechtigteren Frage, die dann im nächsten Schritt wahrscheinlich jetzt gerade kommt, ist halt so, okay, und was darf ich denn dann trinken, was eventuell kohlenhydratärmer wäre, ketokonformer wäre? Und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Jetzt gebe ich dir so ein paar Getränke mit an die Hand, die einfach dir sagen, was kannst du denn überhaupt trinken, wenn du dich ketogen oder kohlenhydratkonform ernähren möchtest, kohlenhydratreduziert ernähren möchtest. Nummer 1, trockener Wein, Rot- oder Weißwein. Die haben meistens weniger Zucker. Die trockenen Weinsorten, die nicht so fruchtig sind, die haben weniger Zucker drin, die haben weniger Kohlenhydrate drin. Ja, das heißt, hier bist du auf jeden Fall von den Nährwerten schon mal im ketokonformen Bereich. Auch hier wieder, die Dosis macht das Gift und natürlich Alkohol, was es in der Leber macht mit den Ketonkörpern, haben wir vorhin schon besprochen, dessen musst du dir bewusst sein. Aber auch Champagner oder Sekt haben nicht ganz so viele Kohlenhydrate. Etwa 2 bis 3 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Ja, also 100 Milliliter ist jetzt auch kein Viertel. Ja, da musst du natürlich dann auch rechnen, wenn du sagst, du trackst und du willst es eingeben, dass du eben dann auch hier guckst, okay, vielleicht trinke ich nur ein Achtel und nicht irgendwie ein Viertel oder so. Ja, aber die sind auch, trockener Sekt und Champagner haben auch weniger Kohlenhydrate.
Bestimmte Spirituosen wie Whisky, Gin, Tequila, Wodka, die enthalten keine Kohlenhydrate, sofern sie eben nicht mit kohlenhydratreichen Getränken gemischt werden, wie zum Beispiel Sprite oder Gin Tonic oder Tonic Water oder Schweppes oder so. Denn die kannst du einfach pur trinken, ja, nicht so geil, oder halt mit Zitronensaft. Oder auch einfach mit einem Zero-Getränk zum Beispiel. Ja, ich persönlich bin kein so großer Fan von Zero-Getränken, einfach aus dem Grund, weil sie oft minderwertige Süßungsmittel enthalten. Aber wenn es mal so ist, dass du dir mal so einen Gin Tonic gönnen möchtest, kannst du den Gin hernehmen und dann einen Tonic nehmen, was eben keinen Zucker enthält und hast eben dann ein relativ fast schon ja, null kohlenhydrathaltiges Getränk, was eben Alkohol enthält, aber tatsächlich in dem Fall die bessere Alternative wäre, als wenn du die zuckerreiche Tonic-Variante nimmst. Leichte Biere oder Light-Biere enthalten in der Regel auch nicht so viele Kohlenhydrate, 2 bis 3 Gramm auf 100 Milliliter, also auch hier sind die recht kohlenhydratarm. Bier enthält natürlich Weizen, Hopfen ist natürlich auch etwas, wo ich sage, es sind keine ketokonformen Lebensmittel, aber in dem Fall, wenn du ein Bier nimmst, was eben leicht ist, kannst du dir auch die Nährwertangaben dir anschauen und dann wirst du feststellen, dass es gar nicht mal so viele Kohlenhydrate enthält und auch das ist dann in Maßen noch ketokonform. Letztendlich ist es wichtig, dass du dir einfach bewusst bist, was Alkohol in deinem Körper macht, was Alkohol mit deiner Ketose macht und dass du dich bewusst dafür entscheidest. Du bist allerdings gut aufgestellt, wenn du dich an diese ketokonformen Getränke hältst und wenn du deinem Körper vor allem vorab ein bisschen Zeit gibst, um eben in Ketose mal zu sein. Wenn du dich jetzt eine Woche erst ketogen ernährst und dann direkt ein Glas Wein trinkst, wird es ein bisschen schwierig für dein System, überhaupt wieder dann zurück in Ketose zu kommen, beziehungsweise du fängst wieder bei Null an. Wenn du aber schon ganz gut ketoadaptiert bist, also schon mal so 6 bis 8 Wochen dich ketogen ernährt hast, dann wirst du feststellen, dass eben auch einfach dein Körper besser damit umgehen kann. Du trotzdem wahrscheinlich in Ketose bleibst, auch wenn du ein Glas Wein trinkst oder einen Gin Tonic oder so, ohne dass du jetzt aus der Ketose fliegen musst. Deswegen gib deinem Körper Zeit, sich an die Ketose zu gewöhnen. Und dann wirst du auch feststellen, dass dann eben auch mal ab und zu in Maßen, ja, ganz, ganz wichtig, das gilt auch losgelöst von der Ketose, Alkohol in Maßen, ja, eben dann auch feststellen wirst, dass es dann auch okay ist. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, ein bisschen einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was jetzt mit Alkohol und der ketogenen Ernährung oder der Ketose passiert, was für dich auch möglich ist, wenn du sagst, du möchtest da einfach auch mal mehr Flexibilität haben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere unbedingt den Kanal, wo du ganz viele praktische Tipps bekommst für die ketogene Ernährung, für die Umsetzung im Alltag, aber auch darüber hinaus zu allen möglichen Gesundheitsthemen, Fettverbrennung, leckere Rezepte, die du ganz einfach zu Hause nachmachen kannst. Freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir vielleicht auch deine Gedanken in den Kommentaren dalässt, ob so ein Video für dich hilfreich war und ob du vielleicht Videowünsche hast, die wir in Zukunft berücksichtigen sollten. Also ich freue mich, dass du zugeschaut hast und bis ganz bald.